Okay, One Piece, Film Red, Official Trailer, Nummer 3. Ich bin gespannt. UTR! Habt ihr gesehen? Er war gerade einfach ein Kaiji-Charakter. Hier, er ist einfach... Digga, einfach Kaiji. Kaiji-Kun! Digga, Sakura am Start, Bro. Was geht bei dir? Einfach Fangirl gewonnen? Mina! Yatto aeta ne! Ey, ihre Jacke ist keine fresh, man. Uta da yo! Okay, Drip Analysis. Ey, ich sag euch ehrlich, Ruffy sieht wack aus, aber ich finde so ein bisschen, er kann das rocken. Ich finde es auch cool, dass er unter die Podcaster gegangen ist, mit dem Mic, sehr stabil. Kann man machen, okay, so. Oh Gott. Boah, Bruder, also ne, weiß ich aber nicht. Weiß ich nicht, was da mit Sanji wieder los ist, ne? Was Sanji da... Okay, Zorro, Bier in der Hand, auf Aufreißen angelehnt, bisschen hier zeigen, okay. Jeans aufgerissen, Zorro dripmäßig anwesend. Alter, Brook, ne? Let's go, look at the... Also, Hoodie geht klar, Kopfhörer, glaube ich, oder Haare, das ist nur eine Also, Brook, Brook hat's gekillt, er ist fresh. Nami... Es ist Nami, Mann. Was soll sie groß machen? Die zeigt ein bisschen hier und schon ist alles cool. Also, was willst du dazu sagen? Frankie einfach Körperbau auf Ecky angelehnt. Frankie einfach Roblox-Charakter geworden. Einfach Roblox-Charakter. Jimbe richtig auf Elvis angelehnt. Aber er kann's rocken. Er ist auch so voll so. Er klatscht so. Seht ihr das? Lysop natürlich sticht eigentlich am meisten ins Auge mit dem Kiss-Style hier. Sehr fresh. Kann er rocken. Lysop ist es. Hey, weißt du, wie die aussieht oder der? Die erinnert mich ein bisschen an Koala, als sie auf dem Fischdings war. Mit Fischer Tiger und so. Banger, ey, das ist so ein Banger, der Song, ne? Aber guck mal, die CGI-Animation ist auch cool beim Tanzen. Habt ihr es gemerkt? Ja, geil. Der Song ist so nice, Himi-Song. Ich werde da im Kino einfach mein Life enjoyen. Robin, seht ihr das? Robin mit den Curlies? Ich glaube, die testen viel mit Animationen aus in dem Film. Habe ich Bock drauf. Shanks' Musume daro! Ey, der Film sieht echt nach viel Spaß aus. Ey, werden wir Ruffy singen sehen? Hören. Warte mal, ich mach mal Lieder. Jawohl, das sieht doch gleich viel, viel besser aus. Die YouTube-Zuschauer sind voll verwirrt, dass auf einmal das Bild so lila wird. Okay, and so it begins. Brûlé und Corb... Wait. Ofen, Digga! Ofen ist zurück, der Sohn Kaidos! Bro, ohne Scheiß, ne? Seit Akainu Ace gedonert hat, war seine einzige Story... also seine einzige Rolle in der Story, auf irgendwas sauer zu sein im f***ing Marine Headquarter, ne? Er hat wirklich nichts anderes mehr gemacht. Akainu ist der wackeste Character ever. Ey. Das ist das geilste Bild von One Piece, was ich in meinem gesamten Leben gesehen habe. Das ist das beste Bild von One Piece, was ich jemals gesehen habe. Komm, ich so. Entschuldigen Sie, Sir. Ich würde sehr gerne Ihre Tochter zum Essen ausführen, falls es in Ordnung für Sie wäre. Ich werde Sie natürlich auch um 8 Uhr nach Hause bringen. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen machen. Denn ich bin ein wirklich sehr, sehr charmanter junger Mann. Und Bruno ist so. Bruder, lass mal treffen, lass mal ein bisschen saufen auf dem Spielplatz. Lass mal ein bisschen chillen. Auch das wieder, ne? Das ist echt. Ey, Luki einfach 5 weiser geworden, what the fuck. Digga, wieso ist er so groß, Bro? Er hier, ne? Dieser Typ hier, dieser Großhai, der ist seit 15 Jahren, Guys. Seit 15 Jahren. Onkel D. Ruffy, der ist wirklich eine Gefahr. Wir sollten was dagegen tun. Seit 15 Jahren. Und er hier, der sich übrigens mal um seinen Nacken kümmern sollte, er, Bruder, seit 15 Jahren, okay? Seit 15 Jahren schmiedet er sein, oder putzt oder poliert oder was auch immer, sein Schwert. Und er auch Gunfords Bruder, seit 15 Jahren. Ruffy! Oh, was war das Schwarze? Barakrabiert? Marscheretitice? Ofen kriegt einen Kampf? No way. Ofen gegen Franco? Oh mein Gott. Ofen nimmt es mit Frankie auf. Das wird ein Kampf der absoluten Männlichkeit. Let's go, man. Warte mal.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Ey, Brook auch hier, seine Haare gehen da jetzt raus, auch Eagle-mäßig. Warte mal, habe ich das richtig verstanden? Seht ihr das hier? Versteht ihr das hier? Kizaru? Kizaru schießt Laser. Steinplatten. Ihr seht die Steinplatten, Chat. Pass auf. Die Steinplatten. Das sind die gleichen Steinplatten. Das ist die gleiche Szene. Was seht ihr hier? Was seht ihr hier, meine Damen und Herren? Pflanzen. Es sind irgendwelche komischen Pflanzen. Wer kann Pflanzen erschaffen? Nein, nein, nein. Nicht Green... Oh, Green Bull ist eine gute Prediction. Aber scheiß mal auf Green Bull. Es ist nicht Green Bull. Nein, nein, es ist nicht Green Bull. Chat, hört mir zu. Es ist nicht Green Bull. Hört mir zu. Hört mir zu. Es ist Lysop. Lysop wird in diesem Film... Lysop wird in diesem Film gegen Kizaru kämpfen. Er wird das Herz von Kagezumi brechen und beweisen, dass Lysop nach dem Timeskip stärker als Kizaru ist. Hier habt ihr es zuerst gehört und ich werde recht haben. Ihr habt es hier zuerst gehört und ich werde zu 100% recht haben. Wir sind offiziell im Lysop-Zeitalter. Wer ist dieser Sanji? Wer ist dieser Zoro? Scheiß dich drauf. Lysop. Sogeking Time. Er wird Kizaru den Arsch versohlen. Nein, nein, nein. Das ist kein Quatschi. Das wird passieren. Brook mit dem Zenbon Sakura. Das Kageyoshi wurde aber anders gedroppt von ihm. Er war in diesem absoluten Trainingsarc in der Soul Society. Ja, Bro. Bato. Ey, wow. Leute. Bartolomeo hat kurz Ferienlager gemacht in Dings hier, in Tokyo Revengers Land. Guckt euch hier an, er war ja kurz bei Tokyo Manji Gang. Haha, geil. Absolut nice. Guck mal, Beppo, ne? Er supportet sein K-Pop-Girl seiner Wahl, in diesem Fall Uta. Also volle Kanne supportet er, ne? Aber das Wichtige ist auch hier, er bleibt trotzdem treu und er zeigt Pride seinen Bauch, wisst ihr? Beppo ist egal, er zeigt stolz seinen Bauch. Wahrer Ehrenmann. Der Typ, Vorbild für uns alle. Wir sollten uns alle ein Stückchen abschneiden von Beppo. Also nicht im Ritual-Sinn, dass wir uns ein bisschen Eisbär gönnen sollten auf dem Teller, das nicht, ne? Aber so von charakterlich, ihr wisst Bescheid. Und Lore, ihr wisst, Lore ist immer drippy, da brauche ich sagen. Der ist immer drippy. Selbst mit der Badehose hier, absolut drippy. Ey, ich fuck ein bisschen mit der Animation hier, dieser komische Mix aus CG und 2D, finde ich cool. Vegapunk! Vegapunk! Da ist er! Guys! Er wurde einfach revealed. Ist einfach Vegapunk. Damn! Oh mein Gott, ein Bild von Shanks animiert, dass ich das auch nochmal erleben darf. Digga. Shanks, Bro. Ey, Cousin, du kannst doch nicht so ehrenlos vor Kindergeld flüchten. Er hat die Insel einfach hochgebombt, um vom Kindergeld zu flüchten. Das hier ist dieses andere Milch holen. Das ist Next Level Milch holen. Shanks, Alter. Wie kann man denn so cold sein? Mal kurz Ernsthaftigkeit. Obviously wird er das nicht gemacht haben. Das wird schon irgendwie anders zusammengeschnitten sein. Aber ich finde es sehr, sehr lustig, dass Toei Animation mit diesem Trailer implyen möchte, dass Shanks der größte Hund in der Geschichte der Hunde gewesen ist. Oder immer noch ist. Sehr interessant. Oh, die gehen sogar straight up. Er hat mich zurückgelassen. Straight up sagen die sogar. Crazy. It was the only way to save you. Und Ruffy mit diesen coolen, mit diesen absolut... Ach, das ist mir zu anstrengend. Scheiß drauf. Der Wille zählt. Digga, was ridet Jinbei denn dann für eine Wave? Look at my boy Jimbo, man! Jinbei einfach kurz Zumpex geworden. One Piece Film, Reddo. Das ist der erste Trailer, muss ich sagen, tatsächlich. Das ist der erste Trailer, der mich ein bisschen sogar gehookt hat für den Film, sag ich euch straight up. Weil der Trailer, finde ich, sah schon sehr krass nach Fun aus. Also, dass der Film so richtig Bock macht zu schauen. Jetzt habe ich schon mies mehr Bock auf den Film, ey. Wird cool. Wird safe cool, hab ich Bock drauf. Bin gespannt, mal gucken.